Moin Leute, willkommen zurück auf diesem Kanal. Ja, wir fahren heute in Race Room den Mercedes AMG GT3 in Watkins Glen wegen dem neuen Dezember Update, wo Watkins Glen und Brands Hatch das volle Layout hinzugefügt wurden, plus noch ein paar Autos, die mich aber wenig interessiert haben. Ja, wir fahren, Startposition 11. Ich würde nicht lang schnacken, let's go, oder? Okay, in der Startaufstellung. Startposition 11 rechts von uns ist. Ah, eigentlich interessiert es mich gar nicht. So. Start. Let's go. Watkins Glen, sehr schöne Strecke. Ich liebe die Strecke eigentlich. Gehen wir rein. Oh, da habe ich eingedreht, das tut mir leid. Uiuiui. Naja, gut, passiert. So. Da sind wir aber schnell vorbei. Ach du Scheiße. Die haben ja gar keinen Topspeed. Adios! Wir fahren das Layout ohne Schikane, wie ihr es hier gerade seht. Interessant. Ich hatte DRS an hier gefühlt. Alter, wie ich an dem vorbeigeschossen bin. Ach, kacke. Eieiei, das wird aber nichts hier. Ich will nur sagen, in der Kurve werde ich bestimmt noch ein paar Mal überholt. Weil die Kurve kann ich irgendwie nicht. Keine Ahnung, was ich falsch mache oder die KI ist noch krass. Strecke kam erst raus. Vielleicht muss die KI noch ein bisschen verbessert werden. So, das war die erste Runde von 5. Was wir machen können. Naja, Dezember Update, die zwei Strecken kamen rein. Watkins Glen 5 Euro, Brands Hatch 5 Euro. Plus, wenn ihr noch das kurze Layout haben wollt, 3 Euro. Ich wünschte, ich könnte das kurze Layout zurückgeben, weil ich brauche das nicht. Damals gekauft, weil es kein langes Layout gab und ich dachte, vielleicht irgendwann kommt es dazu, dann hätte ich es gratis, wäre gut gewesen. Ist aber leider nicht so, was ich ein bisschen schade finde, aber naja, gut. Die machen eh immer sehr gute Rabatte, Race Room. Und auch manchmal Tage, wo man alles fahren kann, was ich sehr gut finde und sehr krass. Wieso? Wieso? Egal wie ich in dieser Kurve fahre, mich überholt immer einer. Ich hasse es. Also entweder hat der Mercedes einfach keinen Abtrieb oder keine Ahnung. Ey. Aber ich habe das Gefühl, einfach hat keinen Abtrieb. Können Sie mich auf die Geraden nicht. So. Mal gucken, wie es mit dem Topspeed wieder aussieht. Wieder aufholen wie eine Maschine oder nicht. Oh, nee, es wird nichts. Naja. Gab auch noch ein paar Autos dazu. Dezember Pack, drei Audis, ein paar VWs, noch ein
Porsche, glaube ich. Einen alten Porsche, einen alten VW und den neuen VW Electric. Und dann noch drei Audis, GT3, GT2 und noch einen, von dem ich jetzt auch nicht mehr weiß, was er kann. Das ist lächerlich. Mann! Aber es ging schon mal besser, er hat mich nicht überholt. Das ist schon mal was. Eine Flagge oder was war dann anscheinend? So, es kommt doch noch ein zweites Video, Brad's Hatch. Da fahre ich dann wahrscheinlich mit dem DTM-Auto. Das könnte auch nochmal spannend werden. Oh, der dritte Gang, der war ein Fehler. Da stand abgekürzt, und ob ich eine Strafe bekommen habe, weiß ich nicht. Ich glaube aber, das war die Verwarnungsflagge. Hoffe ich jetzt mal. Sehr schlecht, sonst, naja, gut, hinten und vorne sieht es relativ leer aus fürs Erste. Zwei Runden müssen wir noch fahren. Da kann ich einfach auf dem Pindel bleiben. Im zweiten dann. Ich darf nicht runter vom Gas. Ganz schlecht, das probiere ich nächste Runde mal auf. Ich hoffe, ich komme hier raus. Ja, ne, letzte Runde jetzt gleich. Also viel kann ich wahrscheinlich nicht mehr gut machen, ob ich noch was aufholen kann. Das war auch wieder zweite, das war nicht gut, naja. Was sollst du machen? Also vorne wird schwierig. Die sind weit weg. Da hinten. Hinten könnte es nochmal spannend werden. Ob die an mir vorbeikommen oder nicht. Letztes Mal auf der Geraden. Scheint mir aber nicht so, das ist gut. So, probieren wir es mal aus. Scheiße, keine Ahnung. Jetzt hat der Audi überholt. Oh, er macht das Licht an. Er macht das ernst. Aber das wird nichts mehr für den Audi. Oh, doch. Scheiße. Oh, das ist knapp. Nein, 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 nein! Nein, das kann es nicht sein. Oha, das ist knapp. Nochmal besser gefahren die Kurve. Ja, das müsste jetzt gewesen sein. Oh, zum Glück, Alter. Knapp, sehr knapp. So, damit 5. Platz finde ich okay von 11:05. Das meiste in der ersten Runde gut gemacht. Ja. War ein ganz cooles Rennen, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, hat euch gefallen. Schaut euch unbedingt noch das zweite Video an. Und ja, bis dahin, haut rein und ciao.